Hi, ich bin Packer Muscle und es ist meine große Freude, euch heute über das Open Engineering Projekt zu berichten. Insbesondere die Verknüpfungen zu sozialen Medien, dezentralen Netzwerken und OpenStreetMap. Bei Open Engineering geht es vor allem um lokales Wissen. Nämlich, das kann beinhalten geografische Informationen, also Sachen, die auf einer Karte dargestellt werden können, soziale und kulturelle Anlässe, Vereine und Betriebe in einer Region, oder den Status der Infrastruktur in Echtzeit. OpenEngineer hat das Ziel, eine Plattform zu entwickeln, die das Verwalten und Erstellen von solchen Daten für kleine Gemeinden ermöglicht. Ein Beispiel für einen Typ von Daten, die dabei verwaltet werden soll, sind zum Beispiel gesperrte Wanderwege. Das ist ja ganz klar, dass das möglichst schnell publiziert werden soll und zum Beispiel auf einer Karte von der Gemeinde oder von der Region dargestellt werden soll, dass ein Wanderweg gesperrt ist. Wie das aber im Moment passiert, ist relativ kompliziert. Nämlich sieht vielleicht ein Wanderer, dass ein Baum über den Wanderweg liegt, meldet das irgendwie. Es gibt vielleicht nicht einen offiziellen Weg, also irgendwie per SMS oder per Signal-Nachricht an die Gemeinde. Diese wird dann weitergeleitet per Telefonanruf oder per E-Mail, bis es dann schlussendlich an eine Stelle kommt, die dann ganz höflich den kommerziellen Anbieter von der Karte bitten muss, diese Informationen auf der Karte aufzunehmen. Also ein sehr umständlicher Weg, um eigentlich sehr wichtige Informationen möglichst schnell verfügbar zu machen. Im Open Engineering Projekt möchten wir genau sowas viel, viel einfacher machen. Nämlich ist die Idee, dass eigentlich diese Verwaltung und das Erstellen von solchen Daten oder das Weiterleiten von solchen Daten eigentlich eine sehr soziale Aktivität ist und wir dabei die Interaktionsmodelle von gängigen sozialen Netzwerken übernehmen können. Das heißt, dass die erste Meldung von dem Baum über den Wanderweg kann einfach als unstrukturierte Kommunikation, als eine Meldung gemacht werden. Diese kann dann schrittweise in strukturierte Daten verwandelt werden und auch weitergeleitet werden an Instanzen oder relevante Personen. Dafür verwenden wir eigentlich zwei Technologien, die schon existieren. Eins ist das ActivityPub-Protokoll, ein dezentrales Protokoll für soziale Netzwerke. Das ermöglicht es, verschiedene Aktivitäten zu kreieren und diese weiterzuleiten. Also man kann zum Beispiel sagen, der Hans kreiert eine Meldung für einen gesperrten Wanderweg und leitet dies weiter. Das wird im Moment verwendet für Twitter-ähnliche Klone oder auch Video-Sharing-Sites, um Videos oder Bilder zu teilen. Aber es ist eigentlich durchaus möglich, das ActivityPub-Protokoll auch für andere Daten zu verwenden, nämlich zum Beispiel die Sperrung bei einem Wanderweg. Der Trick dabei liefert RDF, das Datenformat. Das ermöglicht uns eigentlich, all diese interessanten Sachen in einer strukturierten Weise darzustellen. Weitere interessante Sachen, die wir verwenden, sind zum Beispiel Datalog, eine Anfragesprache für Datenbanken oder für Daten, inspiriert durch Logikprogrammierung. OpenEngineer ist freie Software, das heißt, dass Gemeinden oder Betreiber von der Software können diese selber studieren und verändern und ihren besonderen Ansprüchen anpassen. Das ist unbedingt wichtig. Die Software ist selbst betreibbar. Also eine Gemeinde kann die Software selber betreiben und ist dezentral. Das heißt, verschiedene Instanzen von der Software können miteinander interoperieren. Für mehr Informationen, die Webseite ist openengineer.net. Das Projekt wird gesponsert von der NLN Foundation und der NGI Zero. Herzlichen Dank.